Am Anfang mache ich immer ganz gerne, weil da werden die Finger so schön warm bei dem Lied. Das heißt Maria mit der Kitrina, und für die wenigen von uns, die diese schöne, diese griechische Sprache nicht verstehen, fange ich dann nach 2 Minuten an zu übersetzen. Sing also das, was ich vorher gesungen habe, auf Griechisch, gleich hinterher ziemlich genau auf Deutsch, und dann kann jeder so tun, als ob er Griechisch versteht. Maria, 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 me da Kitrina, Pionaga bas calitera, Pionaga bas calitera, ton andrasu ito itona, ton andramu tunagabo, to itona calitera, ton andramu tunagabo, to itona calitera. Pionaga basso calitera, ton andrasu ito itona. Nagini o andrasu mamaro, to itona trianda filo. Nabado sto mamaro, na covoto trianda filo. Fragst du Marie, wen sie liebt? Kann sein, dass sie zur Antwort gibt: Ich liebe meinen lieben Mann so sehr wie den von nebenan. Ich liebe meinen Mann so sehr, den nebenan, den lieb ich mehr. Denn wenn mein Mann nicht will oder kann, dann geh ich still nach nebenan. Es tut mir leid, tut's nicht leid, denn der hat noch Zeit und hält sich bereit. Und was mich noch besonders freut, ich habe es doch auch nicht so weit. Der hat noch Saft, der hat noch Kraft, das nenn ich gute Nachbarschaft. Fragst du Marie, wen sie liebt, kann sein, dass sie zur Antwort gibt: Ich liebe meinen lieben Mann nicht ganz so sehr wie den von nebenan. Maria me da Kitrina, Pionaga bas calitera, Pionaga bas calitera, ton andrasu ito itona. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen warm gesungen, jetzt könnt ihr auch gleich loswünschen, oder ich singe einfach das, was mir so selber in den Sinn kommt. Anna. Anna. Bleib mir heute Nacht treu. Ganz speziell für Anna das Lied, bleib mir heute Nacht treu, und natürlich mache ich das. Ja. Also der sich das Lied wünscht, da werde ich natürlich dann auch gleich versuchen, das, was da drin angegeben wird, auch zu erfüllen oder einzuhalten. Mal sehen, ob es klappt.